Herzlich willkommen zum Montagslesen, dem Zauber am Montagvormittag, der für die ganze Woche gilt. Ich nehme euch wieder mit in das Land der Fantasie, in dem alles möglich ist. Heute lese ich nochmal ein Stück aus dem Märchen Die kleine Prinzessin und das Rotkehlchen. Die kleine Prinzessin ist inzwischen in Sicherheit, aber ihre Freunde sind noch immer in dem dunklen Schloss und sie hat keine Ahnung, ob es ihnen gut geht und was da drin gerade passiert. In der Zwischenzeit saß sie auf einem Mooshügel nahe des Waldrandes und wartete. Um sie herum standen 12 Waldfeen in der Luft, die einen Schutzkreis um sie bildeten. Dazwischen schwebten jede Menge Glühwürmchen, die dafür sorgten, dass die kleine Prinzessin nicht im Dunkeln saß. Über ihr, auf dem untersten Ast des Baumes, saßen 3 Elfen. Sie passten auf, dass die kleine Prinzessin von oben geschützt war. »Wo bleiben sie nur?« die kleine Prinzessin seufzte. »Waren Gustav und ich auch so lange unterwegs?« Die älteste der Waldfeen, die 103 Jahre alt war, antwortete: »Schon viel zu lange sind sie fort, an diesem dunklen, schwarzen Ort. Es wird nun Zeit, dass sie erscheinen und sich mit uns hier vereinen.« Sie griff in die Tasche ihres Gewandes und holte eine Hand goldenen Feenstaubs hervor. »Was auch ist, es geht vorüber«, sprach sie und warf den Feenstaub hoch in die Luft. Augenblicklich glitzerte alles um die kleine Prinzessin herum. »Alles, was noch stört, vergeht. Alles Dunkle, was gesät, ist sehr bald schon nicht zu sehen und im Morgengrauen verweht. Was gefangen, wird befreit, was verwundet, wird geheilt. Wesen hellen Lichtes, jetzt, ja, jetzt ist eure Zeit. All das Dunkle zu erhellen, dafür macht euch jetzt bereit.« Sie warf eine weitere Hand Feenstaub in die Luft. »Hört, ihr Mächte der Verdammnis und der tiefsten Dunkelheit, eure Zeit ist nun vorüber. Bis...« Sie griff ein drittes Mal in die Tasche und warf goldglitzernden Feenstaub in die Luft. »In alle Ewigkeit!« Der kleinen Prinzessin lief ein Schauer über den Rücken. So beschwörend hatte die alte Waldfee die letzten Worte gesprochen. »Seht es ein«, fügte die alte Waldfee hinzu. Sie rief in den Nachthimmel: »Es ist vorbei!« Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte aus vollem Hals. Die kleine Prinzessin musste an Pepe denken und an Gustav. »Was immer auch geschehen ist«, sagte die alte Waldfee und schaute sie an, »das Gute wird obsiegen. Und ist da auch die größte List der dunklen Macht im Spiel. Sie werden zu uns fliegen, denn wir sind ihr Ziel.« »Kopf hoch, kleine Prinzessin«, fügte sie hinzu, diesmal ohne Reim. »Das Licht ist stärker als jede Dunkelheit. Dessen sei dir immer bewusst.« »Das weiß ich ja eigentlich auch«, entgegnete die kleine Prinzessin mit wackeliger Stimme. »Aber ich habe dennoch Angst um Pepe und Gustav.« Sie senkte den Kopf. Sie schämte sich vor der alten Waldfee, dass sie so wenig Vertrauen hatte. »Sie werden zurückkommen«, sagte die alte Waldfee. »Wenn etwas Schlimmes passiert wäre, dann hätte ich das längst gespürt. Und ich sage das nicht nur so, um dich zu beruhigen.« Die kleine Prinzessin schluckte. »Ich bin eine Waldfee, das weißt du.
Wir Waldfeen spüren, wenn etwas Schreckliches passiert, selbst wenn es ganz weit weg ist. Und glaub mir, kleine Prinzessin, auch wenn deine Freunde im Moment in Schwierigkeiten sein sollten, es ist nichts, was sie nicht lösen könnten. Sie werden da herauskommen. So wahr ich Ludmilla heiße. Und ich heiße es schon so 103 Jahre. Die kleine Prinzessin seufzte. Wirklich? Also ich meine, glaubst du wirklich, dass sie da wieder heil herauskommen? Aber ja, mein Kind, vertrau. Sie werden zu uns zurückkehren. Vielleicht sogar nicht alleine. Wie meinst du das? Ach, nur so ein Gefühl. Die alte Waldfee schloss die Augen und begann ein Lied zu summen. Die anderen Waldfeen stimmten mit ein. Und gleich darauf auch die Elfen. Die kleine Prinzessin gähnte. Auf einmal merkte sie, dass sie müde war und es ihr schwer fiel, die Augen offen zu halten. Ohne lange nachzudenken, rollte sie sich auf dem weichen Moos zusammen, gähnte erneut und war im nächsten Augenblick schon eingeschlafen. So viel für heute aus dem Märchen Die kleine Prinzessin und das Rotkehlchen. Ich wünsche euch wieder eine zauberhafte Woche. Dass wer das Montagslesen wirklich am Montag hört, den Zauber mit in die Woche nehmen kann. Und wann immer die anderen es hören, dass sie in dem Moment vom Zauber berührt sind. Denn den Zauber gibt es, der ist immer da. Und es ist unsere Entscheidung, ihn zu sehen oder nicht. Auch wenn es manchmal so erscheint, als wäre er wirklich nicht da und wir hätten keine Entscheidung. Aber das stimmt nicht. Wer Lust hat, das ganze wundervolle Märchen zu lesen, dem lege ich es natürlich wärmstens ans Herz, denn es ist einfach eine zauberhafte und sehr berührende Geschichte. Den Link, wo man das Buch kaufen kann oder auch als, also oder als Print oder als E-Book, ist wieder in den Beschreibungen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und einen netten Kommentar. Und sagt es gerne weiter, dass es hier beim Montagslesen zauberhafte Geschichten gibt, die aus dem tiefsten Herzen kommen und im tiefsten Herzen berühren. Ich bin sehr dankbar, dass ich es hier mit euch teilen kann. Alles Liebe und bis zur nächsten Woche.